Ja, und da will ich. Warte. Ich glaube, da will sich hier mit mir anlegen. Willst du dich wirklich mit mir anlegen? Das ist keine gute Idee, Bro. Nee, war wirklich keine gute Idee. War wirklich gar keine gute Idee. Bin einfach auf seinem Kopf gelandet. Ja, wir können weiterreden, während ich hier mit meiner Leiche ein bisschen spazieren fliege. Ja, Freunde, wir sind wieder zurück in Warzone. Heute mit einem Klassen-Setup zu einer Waffe, die wahrscheinlich wirklich bisher fast noch niemand in Warzone gespielt hat. Zum einen, weil sie einfach sehr wenig Leute auf dem Schirm haben. Ich hatte die auch sehr lange nicht auf dem Schirm, bin aber letztens mal einfach die Waffenliste durchgegangen, hab mir dann gedacht, Habt ihr dann ausgepackt, die hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert und deshalb gibt es heute das Video dazu. Ich möchte euch da auch nicht lange auf die Folter spannen, es geht um die Holger 26. Das ist eine DLC-Waffe aus der Season 1 gewesen, deshalb habe ich mir auch Gedanken gemacht, kann die überhaupt jemand, der jetzt erst anfängt Warzone zu spielen, noch bekommen? Bin dann auf meinen zweiten Account gegangen und hier bei Ausrüstung ändern, zack, zack, leichte MGs ganz unten nicht freigeschalten, aber hier gibt es eine Herausforderung. Freischaltkriterien: erreichen Sie 2 Weitschussabschüsse mit LMGs in 25 verschiedenen Spielen. Dauert eine Weile und geht auch definitiv schneller im Multiplayer. Ihr könnt das aber natürlich auch in der Pre-Game-Lobby machen von Warzone. Wenn ihr da ein LMG in der Hand habt, dann auf jeden Fall mal ein paar Weitschüsse machen. Also ihr könnt dieses LMG auf jeden Fall kostenlos noch freispielen, auch wenn es bei euch jetzt gesperrt ist. Das müsst ihr einfach machen. Ist ein bisschen nervig, aber ihr könnt sie freischalten. An der Stelle würde es mich aber auch mal sehr, sehr interessieren, ob ihr Warzone kostenlos im Store geholt habt oder ob ihr Modern Warfare besitzt, quasi das volle Game. Weil Warzone ist ja quasi eigentlich nur ein kostenloser Modus von Modern Warfare, der aber irgendwie gleichzeitig auch alleinständig rausgekommen ist. Schwer zu erklären, ihr wisst aber wahrscheinlich, was ich meine. Also gerne mal in die Kommentare schreiben, habt ihr Call of Duty Modern Warfare gekauft oder habt ihr euch nur kostenlos Warzone runtergeladen? Würde mich sehr freuen, wenn ihr das mal in die Kommentare schreibt, würde mich sehr interessieren. Oh ja, deshalb gibt es jetzt wie gewohnt erstmal Gameplay. Eine sehr, sehr, sehr geile Solo-Runde ist da mit dabei. Man munkelt eventuell auch mein erster Solo-Win. Sehr, sehr geiles Gameplay, sehr, sehr gerne angucken und dann sieht man sich gleich nochmal mit der besten Klasse von der Holger 26. Bis gleich, viel Spaß. Sind die schon wieder fertig mit Pfeil oder was? Okay, doch, die hat doch ein bisschen mehr Rückstoß, als ich dachte. Darf den Schaft, glaube ich, nicht ganz wegmachen. Moin. Ha. Ich habe richtig gesehen. Ja, ich habe richtig gesehen. Ist der Klaus? Der ist oben drauf. Ja, scheiß auf den. Er hat so Bock, meinen Heli einfach kaputt zu machen, ne? Ah, steig hier aus, sehr gute Idee, Bro. Sehr, sehr gute Idee. Nicht. Ja, was für Leute. Da ist keiner. Ja, nee, die Lags wollte ich eigentlich genauso haben, wie sie gerade waren. War eigentlich optimal so. Hat gut gepasst. Na ja, komm. Scheiße. Ah, Shield-Hit, okay. Er ist ausgestiegen. Scheiße, ich hab's gar nicht mitbekommen. Wann ist er ausgestiegen? Nein! Ich fall runter. Das war jetzt ein Missplay. Das war ein dicker, fetter Missplay. Diverse Scheiße, Mann. Das nicht laufen. Oh, nice. Guck, da gucken wir uns doch jetzt gerne den Fight kurz an. Jawohl, der rennt weg. Der auch. Schau, Digga. Snipe macht so Bock, wirklich. Kann mir keiner erzählen, dass das nicht geil ist. Cheap Break. Nein, er legt sich hin. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Digga, bin ich behindert? Nee. Weg mit dir. Ah! Und hier ist einer rausgekommen im Auto. Er ist unter mir. Was? Ja. Breitet sich schnell in die neue Sicherheitszone.
Das war ein geiler Outplay. Das war ein richtig geiler Outplay. Was ist eine schlechte Mate? Der Arme. Weniger als 10 Feinde sind übrig. Die kämpft hier nicht. Er kämpft da. Dummer Spaß. Der letzte Mensch einfach. Hätte noch einer geschossen. Ja, oh mein Gott! Oh mein Gott, in welchem Universum habe ich das überlebt? Wie gerne ich jetzt eine Drohne hätte. Bin ich in der Zone schon? Ja, ne? Oh, was eine Kack-Zone, wirklich. 5 Gegner noch. Das ist so RIP, wirklich. Digga, was eine Scheiß-Posi, Alter. Das Gute ist... Darauf habe ich gar keinen Bock. Er visiert mich an, Digga, warum schießt er nicht? Sehen nicht, Digga. Oh mein Gott. Sehr, sehr viel Glück gehabt, dass sie sich gegenseitig noch gefightet haben. Aber das war ein heftiges Ende. Das war ein heftiges Ende. 17 Kills, Solo-Win. Sehr, sehr schmackhaft. Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat das Gameplay gefallen. Wir sind jetzt hier im Klasseneditor wieder auf meinem Hauptaccount, wo ich die Holger schon seit der ersten Saison habe. Und ihr seht hier schon im Vorschaubild oben links, die sieht wirklich überhaupt nicht mehr so aus, wie die Holger eigentlich ohne Aufsätze aussieht. Ich zeige euch das jetzt ganz kurz nochmal im Vergleich. Das ist die normale Holger. Ich zeige sie euch hier auch nochmal in Vollbild. Und das ist die Holger mit den Aufsätzen. Also wirklich, sieht ja wirklich überhaupt nicht mehr aus, wie die Waffe davor aussah. Wirklich komplett anders. Ich muss natürlich dazu sagen, LMGs würde ich grundsätzlich in Warzone nicht unbedingt empfehlen. Aber ich bin letztens einfach die Waffenliste durchgegangen und habe mir gedacht, wieso spielt eigentlich niemand LMGs? Und dann ist mir auch relativ schnell klar geworden, diese mit den großen Magazinen, die haben so eine unglaublich lange Nachladeanimation, wo die dann erst hier das Ding oben drauf machen, den Kasten rausholen, wieder das neue Magazin reinlegen, wieder umklappen. Das dauert ja meistens 5, 6, 7, 8 Sekunden, bis da so ein LMG nachgeladen ist. Bis auf diese SAR-87, da zieht man das Magazin unten raus und schickt ein neues rein, wie bei jedem Sturmgewehr auch. Die hat aber nur 30 Schuss. Da macht es dann wieder keinen Sinn, weil das langsame LMG, da kann ich dann auch gleich wieder ein Sturmgewehr spielen. So, ne? Aber dann ist mir eingefallen, die Holger hat 100 Schuss und man kann die eigentlich relativ mobil machen. Und das Magazin ist relativ schnell nachgeladen, weil die hat ja auch wirklich nur so ein Steckmagazin, was man einmal rauszieht und ein neues reinsteckt. Deshalb habe ich die ausprobiert und die hat auch ganz gut funktioniert. Aber kommen wir zur Klasse. Ich denke, ihr solltet jetzt mittlerweile wissen, wie ich mein Klassensetup spiele. Wenn nicht, guckt euch bitte die anderen Videos an, sonst ziehe ich das hier ein bisschen in die Länge. Es gibt noch, ich glaube, mittlerweile 4 andere Klassensetups. Da sind alle anderen Sachen bis auf die Primärwaffe genau exakt gleich. Bitte da einfach kurz nachschauen. Könnt ihr euch sehr, sehr schnell raussuchen. Dann geht es heute nur um die Holger. Der Standardaufsatz, der Monolith-Schalldämpfer, man kennt ihn. Hier gibt es keinen Lauf, der die Reichweite erhöht. Allerdings haben wir schon ein LMG, das heißt, der Lauf ist schon riesengroß und die Reichweite ist extrem gut. Deshalb gehen wir direkt weiter zum Visier, denn ihr wisst, ich spiele die Waffen sehr, sehr gerne mit Visier in Warzone, einfach um noch ein bisschen mehr Übersicht zu haben. Egal wie das Kim und Korn aussieht, so ein GI Mini-Rupplungvisier ist immer übersichtlich, vor allem wenn ihr auf lange Distanz Gegner versucht zu holen. Deshalb immer schön das GI Mini-Rupplung mit dabei. Unterlauf kennt ihr mittlerweile wahrscheinlich auch, das ist der Ranger-Vordergriff bei mir. Bei Munition brauchen wir gar nichts zu ändern, denn das 100-Schuss-Magazin ist eigentlich schon sehr, sehr gut. Hier gibt es noch ein 30-Schuss-Magazin. Damit würdet ihr die Holger zu einem Sturmgewehr umbauen.
Wollen wir aber nicht. Ja, wir wollen ja diesen Vorteil von einem LMG mitnehmen und eben mehr als nur 30 Schuss haben. Und jetzt kommen zwei Aufsätze, mit der wir schneller ins Visier gehen können. Denn so ein LMG geht grundsätzlich langsamer ins Visier. Ist grundsätzlich ein bisschen langsamer auch beim Laufen und so. Und da wollen wir entgegenwirken. Deshalb nehmen wir hier beim Laser den taktischen Laser mit. Der ist zwar grün und im Multiplayer habt ihr dadurch echt einen großen Nachteil. Aber in Warzone wissen eure Gegner ja meistens sowieso, wo ihr seid. Da sind solche Gunfights ja auch viel offener. Da hat man mehr Leben. Deshalb würde ich das nicht als großen Nachteil empfinden. Und das ist der einzige Aufsatz, mit dem ihr schneller ins Visier kommt, wo ihr aber keinen Nachteil habt wie mehr Rückstoß, weniger Reichweite und so weiter. Deshalb würde ich immer sehr gerne diesen taktischen Laser mitnehmen. Und zum ersten Mal in den Warzone-Klassen-Setups gehen wir hier auch zum Schaft und machen den weg. Den Aufsatz ohne Schaft. Dadurch verliert ihr an Präzision, an Reichweite und an Kontrolle, holt aber sehr, sehr viel bei Mobilität raus. Und ihr seht, ihr kommt auch nicht unter die Werte, die die Waffe normalerweise hat. Das heißt, ihr habt immer noch unten links jetzt zu sehen, alles schön dick grün. Und jetzt habt ihr eine richtig, richtig hässliche Holger 26. Die sieht wirklich unglaublich hässlich aus. Aber es geht ja wirklich nicht darum, wie die Waffe aussieht, sondern wie sie performt. Und ich muss sagen, so macht die auf jeden Fall Spaß. Ihr habt es ja auch eben im Gameplay gesehen, dass sie ganz gut abgehen kann. Goldtarnung. So sieht die Waffe dann mit einer anderen Variante aus, die ihr, glaube ich, nur in der ersten Season bekommen konntet. Also das könnt ihr dann nicht genauso nachbauen. So sieht das ganze Teil dann aus. Wie gesagt, nicht ganz so hübsch, aber erfüllt seinen Zweck. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn es noch nicht getan hat, dann auf jeden Fall auch ein Abo da lassen. Wir sind jetzt bei 33.400 Abonnenten oder so. Geisteskrank wirklich. Das nächste Ziel sind die 50.000. Ist noch ein weiter Weg bis dorthin wahrscheinlich, aber würde mich freuen, wenn ihr mich auf dem Weg unterstützt. Ja, das soll es gewesen sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.